Gefällt euch eher dieses Auto, den McLaren Senna GTR? Gefällt er euch? Diese Lichter, ne, da hinten drin, die sind da drinnen, in dieses Ding da. Ich bin schon wieder so gemein und reiß es ab. Da hinten sind die Lichter drin. Da sind die Lichter, genau da. Gemein, oder? Und die weißen Stäbe, was auch immer das soll, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, das ist gedruckt. Kein Aufkleber, ist gedruckt. Und ich habe da mal ein bisschen Glas Dingsbums reingemacht. Und da sind auch so Stäbe drin, aber in durchsichtig rot. Durchsichtig weiß, glaube ich, gibt es gar nicht. Nirgendwo. Es geht nur durchsichtig, keine Farbe. So wie die da zum Beispiel, die da hinten drin sind. Was ich gerade aufgemacht habe, um es zu zeigen. Und diese Dinger da. Ja, schaut es euch mal genau an. Schaut es euch mal genau an. Das sind schwarze, zwei lange Achsen. Nein, nicht da. Da sind die drinnen. Sind schwarz zwei lange Achsen. Extra. Der Rest ist gruselig rot. Und kein Differential. Und wie zerklüffelt das Ganze da ist. Sieht komisch aus. Ich weiß, ist aber so. Und dieses, wenn man das mag, ich weiß nicht. Und dieses Wellenzeugs da unten. Oder gefällt euch eher dieses Auto? Wo ich im letzten Video gesehen habe, im Thumbnail davon oder so, da ist der eine Flügel nicht ganz drauf und ich habe ihn nie runter gemacht. Vielleicht habe ich ihn nicht ganz fest drauf oder ist von alleine hoch, weil ich den beim Anfassen irgendwie, weil ich ihn irgendwie hochgequetscht habe oder wie auch immer, wer weiß. Auf alle Fälle Link in der Videobeschreibung oder ich meine, es ist doch ein geniales Auto. Ne? Oder gefällt euch eher dieses voll gefederte Auto? Das ist gefedert. Die Federn funktionieren irgendwie nicht mehr. Aber es sind Federn drin. Seht ihr das? Da ist eine Feder, das gelbe. Das ist ein Federfuß oder so. Federaufhängung halt eben. Und da ist auch eine Feder drin. Seht ihr das? Genau. Da seht ihr es gerade. Aber es will irgendwie nicht federn. Vielleicht ist es zu schwer, wer weiß. Ich meine, es ist doch genial. Ich habe noch ein bisschen aufgewertet, weil eigentlich hat er ja für mein Verständnis total unverständlich so runde Dinger dran. Passt überhaupt nicht zur geilen Linie. Und da die Blinker, sieht das so orange da. Ich habe es jetzt ein bisschen aufgewertet und schau dich mal einen direkten Vergleich dazu an. Jo. Das ist kein Blinker, das durchsichtig drunter. Es sollen die orangen Kappen für die Nebelscheinwerfer sein, für Florida oder wie das Land in Amerika nochmal genau heißt. Und ich habe alles schön glatt gemacht. Und das sind die Blinker, die habe ich jetzt dahin gesetzt. Und es sind alles unterschiedliche Nebelscheinwerfer. Und das Rote, ja, weiß ich nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Da noch ein bisschen. Habe ich noch hingemacht und da noch ein bisschen und war da auch weiß drauf. Schau mal kurz. Nein, ich glaube, es weiß, habe ich mir so ausgedacht. Was ist jetzt runtergefallen? Der Stift, egal. Der Stift ist stabil, den kann nichts passieren. Ja, hinten habe ich kleine Baustellenräder drauf gemacht. In Gelb, damit es gefährlicher aussieht. Und was ich mir für Mühe gegeben habe, das Weiß habe ich glaube ich noch mit reingebastelt, damit es einfach geil aussieht. Und da noch das Ganze da mit diesen Dingern da. Jo. Ich habe mir da echt viel Mühe gegeben, weil es einfach nur genial ist. Und es hat auch Funktionen. Das ist einfach nur genial und so ist es. Ist es in echt auch zu? Ich schau mal kurz, was schmeiße ich jetzt runter?
Warum fällt jetzt nichts runter? Ich hab's doch gerade vom Tisch genommen, diese Anleitung. Eigentlich müsste jetzt das runterfallen. Ist jetzt ein schwarzes Panel? Nein. Aber die Verzierung auf dem Motor ist noch drauf. Also das Panel habe ich auch zusätzlich drauf gemacht. Und ja. Aber sind doch viel geilere Sitze als. Ach so, das Lenkrad noch, zeige ich euch noch kurz. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben. Viel Mühe. Ich habe mir da echt viel Mühe gegeben. Die Sitze sehen auch so ähnlich, aber einfach nur besser aus, finde ich, als bei den hier. Weil es sind einfach nur so um die Ecke Paneele, auch in dunkelgrau, aber es sind einfach nur um die Ecke Paneele. Merkt euch den hier im direkten Vergleich zu den hier. Und der ist natürlich auch gefedert. Aber der noch so neu ist, funktionieren die Federn noch? Oder beim roten war es so schwer, weil es so schwer ist? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist der doch auch geil, oder? Und von hinten geht es auch schön durch. Da habe ich versucht, mich ans Original zu halten. Von F1. Den Link dazu auch in der Beschreibung. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Und ach, da habe ich auch schon wieder was. Ah, jetzt habe ich zu arg gedrückt. Aber das ist immer noch nicht ganz da drauf. Will es nicht, oder? Doch, jetzt ist es. Komisch. Und ja, das ist so. Das ist so starr, genau. Und so kann man auch das Lenkrad nicht mit lenken, nicht mitdrehen lassen, weil das ist einfach das falsche Teil dazu. Das kennt ihr ja alle. Das muss wieder irgendwie reinpopeln. Das ist übrigens die Hutze dafür, ne? Das müsst du leicht abmachen können, krass. Und das habe ich noch dahinter gebaut. Ich hätte jetzt natürlich noch ein zweites dunkelgraues, ich meine hellgraues Loch drauf machen können, aber ich dachte, dann wird es zu dick und dann passt es nicht mehr. Darum habe ich es ein Loch mal weggelassen. Ich hätte natürlich auch so ein Ding mit Schlitz rein machen können. Damals war ich noch ohne Schlitz, also schöner. Dafür werden ja heutzutage die Motorblöcke von so zu so. Also genau umgekehrt. Jetzt versuche ich, die Dinge wieder reinzumachen. Kriege ich irgendwie nicht hin. Ich lasse das Video noch weiterlaufen, damit ihr das geile Ding noch ein bisschen sehen könnt. Weil der Grund ist ganz einfach. Schaut in die Videobeschreibung. Da so wie das Video heißt davon, von diesen hier, das ist der Grund, genau. Ach, das, da unten soll er ran. Und jetzt muss ich da irgendwie rumpopeln. Das machen wir jetzt mal zusammen, okay? Ich muss mal schauen, wo es ist, damit ich es finde. Da ist es. Jetzt machen wir das daran. Ihr seht gerade gar nichts. Ich sehe in der Kamera auch nichts. Also ihr seht nicht weniger wie ich, sondern genau das Gleiche, weil ich bin gerade im Selfie-Mode. Und habt ihr den Sitz gesehen? Das ist er, genau. Der hier. Das ist der Sitz. Da sind so Pins drin, so hellgraue. Sieht komisch aus, ich verstehe auch nicht, was es soll. Dann noch ein bisschen gelb für die Wheelie-Bar. Was auch immer das soll. Dann noch ein bisschen gelb für die Halterung, damit es fixiert, in Position fixiert werden kann. Für die Halterung, für das obere Ding da, sind genau die gleichen Halterungen, die auch, kann man es jetzt besser sehen, ich hoffe, sind genau die gleichen Teile.
Ja, das kann man nicht sehen, wenn ich weiter weggehe vielleicht oder wenn ich näher rangehe. Bin ich dran? Nein, ich war jetzt oben drüber. Habe ich jetzt hier vier Achsen durchgedrückt auf die eine oder andere Seite? Nein, weil da genug von verbaut ist. Und da Feuerlöscher und was auch immer das ist. Keine Ahnung. Nitro-Blabla, was auch immer. Oder gefällt euch eher, ja, diese Dinger da, die drehe ich immer irgendwie aus Versehen. Ich komme da mal irgendwie dran scheinbar. Sind die nicht alle mit Schlitz so, sondern der verdreht sich immer irgendwie. Kann man es jetzt irgendwie sehen? Ja, jetzt kann man es gut sehen. Der verdreht sich immer irgendwie. Ich versuche es mal wieder richtig hinzudrehen. Jetzt ist er. Oder gefällt euch eher dieses Auto? Das gehört so. Der nach vorne, der zur Seite. Es muss so sein. Sehr wichtig. Habe ich gerade irgendwas noch wo griffbereit zum Zeigen? Schau mal kurz. Gerade nicht. Der war ja zusammen mit, vielleicht finde ich es noch irgendwo. Ach, da ist es ja. Das Ding ist es. Genau. Es gehört so. Ich zeige euch mal kurz, ob man es irgendwo sehen kann. Genau da. Das kann man irgendwie nicht sehen, ne? Spiegelt irgendwie so. Ist auch. Na. Das kann ich auch nicht richtig sehen. Also, ihr seht genau richtig. Das ist schwer zu erkennen. Das ist wirklich so. Es sind durchsichtig schwarze 1x1-Slopes. So. Da ist er jetzt. Kann man so vielleicht besser sehen? Ja, jetzt kann man besser sehen. Und der hat die Slopes genauso angeordnet wie beim Bild, was ich gerade eben gezeigt habe. Und auf dem Titelbild. Also, das ist Titelbild. Gehört so, muss so sein. Das rechts zur Seite, das linke nach vorne. Damit ihr es besser verstehen könnt, vielleicht nochmal einzeln. Nein, die zeigen es nicht einzeln. Das linke geradeaus, das rechte zur Seite. Das muss so sein, sehr wichtig. Was auch geht, ist ein anderes Auto. Das ist, wenn man die beiden zusammenpatscht, dann kann man noch ein anderes Auto draus machen, ein größeres Auto. Der ist jetzt, ah, so rum. Hab ich doch gerade richtig gehabt. Ist ein bisschen ganz rumgedreht. Das sind alle Autos, die ich zu zeigen habe. Oder? Ich schau mal kurz. Ende. Ich zeige euch noch mal kurz einen größten Unterschied. Das ist schon was, ne? Ja. So gehört er. Das nach vorne und das zur Seite. Muss so sein. Keine Rücklichter, Rücklichter. Sogar ein Grill für hinten. Der hätte gar nichts hinten, nur so ein Flügel. Ach so, da. Damit wir uns richtig verstehen, da muss so ein. Ich habe jetzt zweimal das gleiche irgendwie. Da sind zwei durchsichtig. Nein, doch zwei durchsichtige gelbe runde Plates sind da drinnen. Das muss so sein. Das ist sehr wichtig.
Zwei durchsichtig gelbe. Und dann Zahl merken, 13. Vierzehn, 15. 16. Da kommt die Käseecke. So nennt hält der Steine diese 1x2 Slopes, diese Dinger da, diese breiten Slopes, die nennt er Käseecken. Ich verlinke euch mal das Video. Das ist die Stelle 19 Minuten 53 Sekunden bis 19 Minuten 54 Sekunden. Ich verlinke euch meine Beschreibung. Video Ende. Ciao.